Ja, hier sehen wir die FFP2-Maskenmaschine. Hier sehen wir praktisch das Vlies. Da gibt es eine Oberlage, eine untere Lage und dazwischen befindet sich das Melt-Blown-Vlies, das eigentliche Filtervlies. In dieser Station werden die Ohrenbänder angeschweißt. Hier wird die Maske aufgerichtet. Hier ist die Schneidwalze. Da wird die Maske final ausgeschnitten. Die fertige FFP2-Maske kommt aus der Maschine raus, wird kontrolliert und verpackt. Die Produktionsstrecke ist ca. 14 Meter lang und wird von 4 bis 6 Personen aktuell bedient. Hier werden praktisch auf die Ohrenbandlänge geachtet, dass alles ordentlich und vernünftig verschweißt ist, die Ohrenbänder, und keine anderen Verschmutzungen oder andere Partikel sich an der Maske befinden.